Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, ich will den Abwasser hier mal wieder losschicken, weil über Nacht ist bestimmt einiges an Abwasser aufgelaufen. Ich hatte die gleichmäßig leergezogen mit dem großen Tank in der Nacht oder am gestrigen Tag eher. Sollten jetzt ungefähr alle so bei 18.000 wieder liegen. 17, 18.000, ja, 18.000. Da kann der eine Runde fahren. Und ich habe auch die anderen ausgespart, wie Zuckerfabrik und Zellstoff. Also da dürfte auch ein bisschen was drin sein. So, wir schicken wieder Reise, Abwasser. Eins soll er anfangen. Natürlich Abwasser holen und soll die zum Klärwerk fahren. Klärwerk, Abwassereingang. So, schauen wir mal. Dann stellen wir hier nur beladen. Und fahr du los. So, wir haben Januar. Es schneit immer wieder. Bleibt aber nicht lange liegen. Also ab und zu habe ich eine weiße Fläche, aber sag ich mal am Tag oder irgendwann ist sie dann weg, wieder weg. Gucken, ob es noch ein bisschen heller wird. Viel haben wir ja nicht zu tun. Ich bin gerade den... Ach ne, den fahre ich noch falsch rein. Einen weiter hätte ich fahren müssen. Den Separator leer. Der kann nämlich, glaube ich, auch jetzt weg. Dadurch, dass wir genug Tiere haben. Können wir den eigentlich auch wieder verkaufen. Der Kuhstall hier hinten ist weg. Da habe ich jetzt einfach nur Wiese angepflanzt. Ja. Die Bäume hier sind auch alle weg. Die Eichen. Also die sind alle im Ballenlager reingekommen, das Häckselgut. Missionsmäßig, da können wir auch gleich mal. Ich meine, ich hätte da was gesehen. Da ist, glaube ich, eine Lieferung, die wir mal noch machen könnten. Damit wir am heutigen Tag überhaupt irgendwelche Einnahmen haben. Aber lass uns hier erstmal aufnehmen. Wie gesagt, es sind nur die Liefermissionen da. Und wir haben Kirsche. 32.000. Und haben wir so viel auf Lager? Ich meine, wir hätten 35 da. Schauen wir mal eben. Schauen wir mal, was wir auf Lager haben. Fahren wir hier mal rum.
dann schauen wir mal. Weil so viel habe ich nicht abgeholt. So, Kirsche. Wir haben 35 hier auf. Hier sogar drin. Okay. Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass wir schon so viel Kirsche abgeholt haben. Kirsche da. Okay. Komplett alles. 7 Paletten. Dann, ja. Kleineren haben wir nicht. Oder ganz klein, aber da müsste ich mehrmals fahren. Dann nehmen wir doch. Ihn hier. Der steht, glaube ich, noch auf Ballen, richtig? Ja, Rundballen. Weil ich die Pelletsfabrik mit Heu versorgt habe. Da richte ich nämlich auch so langsam die Meldung. So, Gurten. ...35, dann können wir doch 32 verkaufen bei Aldi. Vertrag akzeptieren. Stroh hätten wir da, aber die Fahrerei. So, dann schicken wir dich nämlich mal zum Aldi. Können wir nämlich die noch gut verkaufen. Aldi Abmarsch. So, in der Zeit können wir hier ja weiter den Mineraldüngerproduktion mit Mist versorgen. Da habe ich mir doch fast gedacht, dass der rumkommt und so blöd stehen bleibt. Bitte abladen. Und bis der Mist hier jetzt verbraucht ist, sind auch am Kuhstall genügend Mist wieder neu produziert worden. Gehe ich einfach mal raus, dass wir den Punkt erreicht haben. Ist eigentlich ganze Zeit schon dran zu schneien. Ich bin mal gespannt, wann die erste Schneeplane kommt. Ich weiß dann nicht, wie viel hier genau drin ist. Aber es wird weniger.
So. Wo ist er? 53.000. Ah, da müssen wir noch dreimal fahren. Aber ist okay. Wir haben noch nicht die Meldung gekriegt. Dann können wir mal schauen, nicht dass er irgendwo liegen geblieben ist. Auf der Karte. Also hier leider sieht man nicht, wie viele Tiere maximal im Stall sind. Da müssten wir kurz vorbeigehen. Ich glaube, wir stehen hier sogar im Weg, ne? Wenn er kommt. Wir fahren den mal an die Seite. Oder war der schon mal hier? Kann auch gut sein, dass der da gut dran vorbeikommt. Wir machen mal Klappe zu. Hier stört er auf jeden Fall nicht. Hier kommt der von 1, ist also nicht da. Der Aldi-LKW ist da. Darauf haben wir doch gewartet. Wir suchen. Einmal anzeigen. Wechseln. So. So, die werden weniger. Wir kriegen kein Geld. Bisschen zu spät. 6.000 haben wir noch gekriegt. Und die Lieferung können wir abschließen. Nochmal fast 80.000. Ja, 80.000 haben wir gekriegt. Abschließen. Das sind dann die Kosten quasi für... So, dann können wir hier das auch wieder richtig einstellen. Jetzt sehen wir es ja wieder und du kannst zurück zur... Palettenlager. Obstfarm braucht Bienenstöcke. Da wollte ich mal schauen, wie weit ist die. Da würde ich gern ein bisschen was ausschalten, weil sonst die Bretter zu schnell weg sind. Und Kisten, Tischler hier. Kisten brauchen wir ja nicht. Aber da sind wir noch nicht über 60. Ich hätte gern die eine Palette noch voll. Also müssen wir die noch warten. Aber hier haben wir auch gut 10 Paletten drin. Hier wird gerade abgeladen. Du kannst noch mal warten. Wir könnten den kleinen Kombi mal zur Tischlerei fahren.
Und da mal vier Paletten. Bienenstöcke abholen. 2-2, das dürfte eigentlich für eine längere Zeit reichen. Wo fahre ich denn jetzt hin? Doch, ist ja richtig. Zur Tischlerei muss ich, ja? Paletten. Oder mehr kriegen wir auch nicht drauf. Okay. Sind alle weg? Ich glaube schon. Ja, 20.000. Brauchen wir ja hier nur die Straße runter und dann rechts. Dann sind wir ja schon da. Expresslieferung. Und irgendwann ist doch hier der Eingang, richtig? Hier. Hier stehen jetzt erstmal nur die zwei immer noch. Da habe ich auch noch nichts weiter gemacht. So, wir müssen jetzt mal die Bienenstöcke verteilen. Einmal bitte dahin. Oh, habe ich die nicht auf Einlagern gestellt. Lass mal bitte Produktion mal gucken. Bienen einlagern. Hier nicht? Nee. Dann kann ich die ja gleich mitnehmen. Ändern. Einlagern. Okay. Sind wir auch die erste Honig-Palette. Ich glaube, die ist so wie im LS19, ne? So, und dann haben wir hier noch zwei Bienenstöcke. Die gehen natürlich hier zu den Bienen hin. Ja, ist schon weg. Jetzt haben sie noch ein bisschen mehr. Ups. Ach, das dauert einen Moment. Dann dürften die beiden auch verschwinden. Zack. Honig hier wäre auch schon eine Palette. Komm, dann nehmen wir die auch noch gleich mit. Okay, nein, nicht okay, ich wollte einmal Honig, eine Palette, sorry. So.
Du fährst dann zum Einlagern. Dann haben wir wieder zwei Punkte aus unserer Liste da gecancelt. Und er kommt schon mit den nächsten 18.000 Liter. So, Karton müssten wir gucken. Ich hatte vor zwei Tagen Kartons verkauft. Einen großen Batzen. Daher kam auch der Betrag da von gut 2 Millionen hin. Aber ich würde mir gern für dieses Geld Felder holen. Ups. Da war ich doch ein bisschen... zu... ja, verschlafen. Brauerei Weizenmalz habe ich nicht mehr. Da habe ich alles reingeliefert, was ich hatte. Tönt falsch. Also, aber wir hatten ja Gerstenmalz produziert und die habe ich jetzt auch komplett da reingefahren. Wir müssen mal schauen, wenn Gerstenmalz auftaucht und Weizenmalz komplett verbraucht ist, wie viel wir dann noch produzieren müssen, um den Hopfen wegzukriegen. Weil ich würde gern auch mit dem Getreide, sag ich mal, mir noch Hühner holen. Damit wir dann auch Eier verkaufen können. Sägewerk Hackschnitzel. Jetzt weiß ich nicht, ob das mehr oder weniger wird. Tischlerei Bretter. Das sollte ja länger werden, wenn wir die zwei Produktionen da ausschalten. Aber... oh, jetzt kommt die Schneeplane. Jetzt müssen wir vorsichtiger fahren. Jetzt wird's rutschig. Überlichtschnee, auch hier in dem quasi Güllebecken. Gut, wenn das gefroren ist, dann dürfte da auch Schnee drauf liegen. Wie viel sinken wir denn ein? Das geht eigentlich, ne? Auf jeden Fall Schneespuren machen wir nicht. Oben Klärwerkabwasser wird weiter aufgefüllt, so lange wie es geht. Milch fürs Labor. Ich hatte die Milch, die wir in dem alten Kuhstall hatten, komplett reingefahren. Deswegen ist da auch noch die Zeit auch wieder ein bisschen höher gegangen. Die war ja schon unter einem Tag. Kartonpaletten müssen wir schauen. Mineraldünger. Könnten wir rüberfahren, eine Ladung? Könnten wir eigentlich gleich machen, wenn wir hier die nächste Ladung Mist rüberfahren. Und dann Dünger mitnehmen. Ne? War ich ein bisschen zu nah dran.
Scheint wohl. Ja, Kartons kriegen wir hin. Kirsche wie, dann könnten wir eigentlich den Kombi noch mal losschicken. Der müsste eigentlich mittlerweile angekommen sein. Da ist er doch. Hier sind, glaube ich, keine Kartons mehr drin. Schauen wir mal. Kartons, Klopapier. Kleie sind nur noch Restbestände. USB sind noch ein bisschen was. So, das Feld habe ich, das wird neu angepflanzt. Hier links habe ich gepflügt und Steine aufgesammelt und auch einmal gekalkt. Und warte jetzt darauf, es neu anzupflanzen. Die Hackschnitzel haben wir ja runtergeholt, deswegen. Ups. Und unsere Leger ja so voll. So, dann schauen wir mal, dass wir hier. Gehen wir mal hier rein. Zack. Kartons. So viel sind gar nicht produziert worden, okay. Aber 4 Stück kriegen wir raus. Gehen wir nochmal in den Produktion rein. Ja. Wie gesagt, habe ich leer gekauft. Hier sind aber jetzt nur 2 rausgekommen. Ach, vielleicht sind. Ach, die beiden Honig sind ja noch drin. Okay, die hat er nicht rausgeholt. Gut. Mein Fehler. Der Punkt ist eigentlich eher für den LKW. Ich hätte vorher gucken sollen, ob der Honig komplett abgeladen worden ist, aber ist er nicht. Dann geben wir mal Gas. Ich weiß nicht, ob wir mit einer Palette pro Produktion wirklich weit kommen. Deswegen fahre ich jetzt hier mal kurz zurück. Aber nicht ganz rein. So. Dann sind wir hier leer. Dann können wir auch die beiden anderen aufnehmen. Bisschen schlittern. Das mache ich ja schon gerne, wenn genügend Platz da ist und die Fläche eben ist. So im Schnee, wo noch keiner gefahren ist, auf dem Parkplatz oder so, dann kann man das schon mal ein bisschen üben, das Bremsen. Aber solche Plätze findet man noch kaum noch.
Dann würde ich sagen, du fährst bitte zur Obstfarm. Kirsche Wasser, damit du auch ja nichts abgibst. Der ist wieder voll. Und du bist auch mittlerweile voll. Ich weiß nicht, wie viel hier noch drin ist. Aber einmal müssen wir auf jeden Fall noch fahren. Aber wir wollen ja dann den Mist abliefern, Mineraldünger mitnehmen. Und der soll dann für die Birne sein. Mal sehen, ob wir den ganzen Tag hier Schnee haben. So, dann lad hier mal den Mist ab. Mach ruhig mal voll. Hier wird doch wieder produziert, oder? Nee, noch nicht, aber können wir jetzt wieder anschalten. Dünger aus Kompost. Dünger aus Mist und Gärreste aktiv. So. Und jetzt fahren wir damit zur Obstfarm und da müsste ja auch dann sehen wir, der Transporter stehen. Können wir hier nochmal schauen. Ups, der rutscht aber ganz schön. Auch. Produktion 60.000 überschritten. Gut, da machen wir. Deaktivieren wir das mal. So, und lassen nur noch Bienenstöcke. Weil jetzt sind die Bretter auch wieder weg. Hier habe ich, glaube, Kiefer neu angepflanzt. Die wir auf der Palette hatten noch. Ich glaube, die Einfahrt war noch ein Stück. Müsste jetzt kommen, ne? Ja. Dann haben wir das auch. Ist ein Punkt wieder erledigt.
Birne ist hier. Dann können wir dich fahren lassen zum BGA Nord Separator. Ist Ausgang. So. So, dann nehmen wir noch ein Stück mit und dann steige ich hier mal um. Ich weiß nicht, von welcher Seite er jetzt ablädt. Diese Seite, okay. So, Karton für die Kirsche. Leider haben wir ja noch nicht diese Anzeigen. Die sollen ja kommen, dass wir dann auch sehen optisch, was fehlt. So, schon den nächsten Punkt weniger. Gucken, ob sogar eine Palette gereicht hätte. Ja, hätte gereicht, um die aus der Liste zu kriegen. Aber wie schnell taucht die dann wieder auf? Es sind sogar zwei Punkte dazugekommen. Düngerherstellung, einmal Gärreste und einmal Gärreste und was habe ich? Kompost. Gut, die können wir dann aber auch verteilen. Schicken den wieder zurück. Schauen wir mal, wer darum. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.